Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Ich bin der Eddy. Schön, dass du hier mit mir dabei bist. Ich muss mal kurz gucken. Ich habe hier keinen Kies. Ich wollte ja auch irgendwie hier eine Treppe nach unten bauen. Die Frage ist nur, wie. Und wo? Und warum? Nee. Das große Gebäude hier ist irgendwie doch trotz allem viel zu klein. Das ist das Problem. So wie ich das sehe. Und deshalb muss die Treppe natürlich etwas kleiner ausfallen, als ich die eigentlich sonst gemacht hätte. Was wir auf alle Fälle aber machen ist, wir buddeln hier mal. Ich fange das gleich mal an. Die Erde raus. Was ich hier mit dem Berg da rechts von mir mache, das weiß ich noch nicht. Der muss auf alle Fälle etwas zurücktreten. Hier kommt auf alle Fälle ein Holzboden her. Wie weit? Vielleicht bis hier. Ups, das war zu viel. Ja, jetzt bin ich zu weit weg. Tatsächlich. Es wird schon wieder dunkel. Unglaublich. Hier war die Aktion mit dem. Also wir gehen hier auf jeden Fall genauso wie auf der anderen Seite mit den halben Blöcken davor. Wir brauchen noch mehr. Wir gehen dann gleich mal schlafen. Wie viele halbe Blöcke brauchen wir denn noch? Ja, komm, nehmen wir mal hier 60. Und hier nehmen wir, machen wir uns auch noch einen ganzen Schwung. Ein Stack. Tausche ich das mal sauber so. Dunkel genug. Mit sie voll Schlaf. Guck mal, der ist gewandert. Ach ja. Ich bin immer noch müde. Bis wir außen sind. Ups, haben wir es schon. Und wir machen dann da genauso einen, so ein kleines Dächchen drauf. Es ist eigentlich jetzt nicht wirklich um. Es ist nicht. Es soll jetzt nicht wirklich ein Balkon sein. In dem Sinn. Oh. Sondern einfach nur so ein kleiner Vorsprung, der das Ganze ein bisschen attraktiver gestaltet, meiner Meinung nach. Aber das sieht ja sehr wahrscheinlich jeder wieder ein bisschen anders. Und das ist ja immer das Schöne hier an dem
dem Spiel und drum denke ich, spielen wir das auch so gerne, weil jeder seine eigenen Wünsche und Vorstellungen hier verwirklichen kann. Ich probiere mal, wie das aussieht, wenn wir einfach hier nur so eine Kante lassen, ohne dass wir Treppen nehmen. Könnte man auch machen. Was wir überhaupt machen könnten, wir könnten einen Durchgang machen von hier nach da. Wäre ja auch eine Option. Aber schon wieder keine. Machen wir halt noch ein paar. Ist ja nicht so. So. Haben wir nochmal 60 Stücke. Aua, immer haue ich mir hier die Birne an. Achso, müssen wir die Blumen wegklopfen. Oh, naja. So kann man natürlich die Blumen auch wegprügeln, indem man den ganzen Erdblock abträgt, dem Falle einnehmen. Ja, also komm, dann machen wir doch hier gleich mal ein bisschen Terraforming. Weg. Okay. Nehmen wir den ganzen Hügel hier etwas nach hinten. In der Hoffnung natürlich, dass ich unten nicht zwingend auf den Ding komme. Auf den. Gefällt mir das jetzt überhaupt? Sollen wir ehrlich sein? Noch nicht, jedenfalls. Noch nicht, weil diese, wenn es so eine ewig lange Brücke gibt, bin mir nicht sicher, ob das meins, das so meins ist hier. Und schon sind die Höhenangaben wieder nicht mehr korrekt hier in. Auf der Karte, ja, bei Google Maps sind die Höhenangaben mal wieder nicht richtig. OpenStreetMap und wie es alles heißt. Wobei, google ja gar keine oder nur sehr selten die Namen von Bergen trennen hat, von den Gipfeln. Die fehlen weitgehend, da brauchen wir andere Software und andere Apps dafür, um da anständige Informationen zu bekommen. Wisst ihr was? Das gefällt mir nicht. Weg damit. Ich will hier nicht so eine breite Autobahnbrücke hier von meinem Forsthaus hier irgendwo darüber haben. Das ist ja hässlich. So. Das ist hier aber auch noch weg. Wir nutzen das nur als Balkönchen hier oben.
Und damit hat sich das. Dann machen wir hier diesen hier. Jetzt müssen wir mal schauen. 1, 2. Und wenn ich hier mache, 1, 2 und hier mache, dann passt es nicht. Wenn ich 3 mache und wenn ich 3 mache, und 3 macht, dann passt's. Halt, ich hab doch. Sorry, hier. Ich hätte gern. Warum? Gib mir das. Das da. Ach. Ach nee. Hm. Bescheid. Können wir da irgendwie irgendwo was ablegen? Mal die Blumen da rein tun. Jetzt hoffe ich nur, dass das schade, dass das sich jetzt verbindet, wenn ich da einherklopfe. Ich hätte den auch gern lose. Dann könnten wir hier einen zweiten machen. Sollen wir hier eine Lücke lassen? Dass das Dach nur einen raussteht. Ich denke, das wäre auch in Ordnung. Vielleicht sogar noch hübscher. Jetzt habe ich natürlich hier ein Problem. Ich möchte das natürlich schon, dass es ein bisschen 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, plopp. 1, 2, 3. Hier, 1, 2, 3. Wäre jetzt so. Wir können natürlich hier jederzeit runterfallen, das wissen wir. Ich würde jetzt aber gern vermeiden, wenn ich jetzt hier kein Fenster reinmache. Das hätte ich mir mal früher überlegen sollen. Ne? Man hätte natürlich jetzt hier auch noch einfach immer so eine halbhohe Stufe hier setzen können. Einfach als Raumteile sozusagen hier. Also ich kann jetzt ja hier eigentlich gar nicht mehr raus. Könnte man machen. Dann ist die Möglichkeit des Absturzes auch upsala, nicht mehr gegeben. Hier bricht natürlich. Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, hier bricht natürlich jetzt das gleich wieder nach unten durch. Tut's aber gar nicht. Wir müssen halt dann. Irgendwo müssen wir was offen lassen. Dass wir raus können. Aber das wäre jetzt nicht so das Problem. Wir machen auch gleich den hier nochmal raus. Denn wieso kann ich das wieder nicht aufnehmen? Okay, wir müssen hier ein bisschen was ablegen nochmal. Halt. Dirt. Holz nicht mehr mitnehmen.
Und dann würde ich natürlich auch vorschlagen, dass wir diese dicken Pfosten irgendwo nachher auch noch reinbringen. Aber erstmal eine Runde schlafen. Und natürlich nicht an jedem solchen, vielleicht an jedem zweiten. Hä? Hier haben wir ja... Achso, hier haben wir zwei. Warum haben wir hier überhaupt zwei? Gewollt? Oder nicht? Das ist hier die Frage, die sich stellt. Ist doch nicht verkehrt, oder? Und wir lassen das einfach offen. Kalt ist schon, hä? Kalt ist es schon hier. Diese Riesendinger, was meinst du, wie da der Wind durchpfeift? Sauber durch. Aber da machen wir uns noch was Schönes. Ja, für Notfall. Der lassen wir so breit hier. Oder? Da können wir raus. Da kann natürlich aber auch alles rein. Das wollte ich nur auch mal gesagt haben. Das ist natürlich Restrisiko, würde ich das bezeichnen. Das hier sieht schon mal, wie das hier aussieht. Hübsch ist anders. Wenn wir mal uns drum kümmern gleich mal. Ups. Ein bisschen jedenfalls, würde ich sagen. Kann man das eigentlich irgendwo verstellen? Ich bild mir ein. Die Entfernung war früher. Wo ist denn jetzt das? Habe ich das schon aufgesammelt? Interessant hier. Mir gefällt ja diese steile Wand. Oh, achso, ich habe keine Schaufel. Das ist eigentlich die Aktion. Ich wollte gerade sagen, mir gefällt diese steile Wand ja so und so nicht. Wir machen mal noch ein Schäufelchen. Da brauchen wir eins von da. Irgendwann geht uns hier das Material aus. Das Eisen. Da müssen wir entweder eins ausgraben oder wie auch immer. Diese steile Wand ist nicht hübsch. Wir können natürlich hier schon etwas Felsen lassen. Aber nicht nur so eine Spur. Die gefällt mir nicht. Ups. Nicht mit der Schaufel Felsen abtragen. Das ist kein Wunder, dass da dann das Material wegkriegt, Eddie. Aber. Haben wir gleich, Leute, das haben wir gleich. Ich muss jetzt sein hier.
Bisschen Terraforming. Vielleicht machen wir hier auch wieder zwei. Ups. Und dann wieder das einen. Alter Schwede. Ich kann es verstehen. Wenn ihr sagt, Mann, der Typ, der ist ja nicht, leider nicht alle an der Klatsche. Aber. Hilft nichts. Das muss jetzt. Das muss jetzt, Leute. Das muss. Wat mut, dat mut. Wir können ja, wie gesagt, wir könnten auf dem da drüben zu unserem anderen Dings rüber. Da können wir da einen schönen Weg mal rüber bauen. Vielleicht irgendwie mit einer tollen Beleuchtung oder was. Da hätte ich jetzt nichts dagegen, dass wir zu unserem anderen Domizil da drüben dann da einen schönen Weg haben. Komm, wir machen das einfach runter. Eine Etage niedriger. Wenn wir mal eine Schaufel verzaubern würden, die ein bisschen effektiver arbeitet. Aber dann haben wir natürlich noch mehr solche hier diese schicken Löcher, die ich hier mal dran habe. Die haben wir dann natürlich noch haufenweise. Ich lege ein bisschen Erde weg. Vielleicht auch ein bisschen von dem Stein. Haben wir noch mehr? Mir graust schon, dass ich das vielleicht womöglich irgendwann mal von hier in unsere Bude rübertragen sollte. Kleine Sammelaktion, wenn es schon da liegt, wollen wir ja das Material auch nicht unbedingt verschwenden. So, dass wir da mal das meiste einsammeln. Also noch mehr von dem Zeigel. Hier ist doch auch nichts, oder? So. Schauen wir das dann mal von hier aus an, ob uns dann die Aussicht etwas besser gefällt. Ja, wunderbar, schau mal her, das ist doch schon gleich ganz was anderes. Bisschen mehr Freiheit. So. Doch, ist deutlich besser wie vorher diese steile Wand. Meinetwegen können wir hier einen Baum herpflanzen oder irgendwas. Da habe ich nichts dagegen. Aber das würde ich wieder sagen, in der nächsten Folge, da hinten ist ein bisschen neblig im Tal. Hier zwischen den Bergen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielleicht bringe ich es dann aber fertig, hier eine Treppe runter zu machen oder sowas. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch fürs Zuschauen. Und ja, bin bis zum nächsten Mal natürlich wieder euer Eddie.